Mut hab, also. Mutter, ich habe tolle Neuigkeiten. Erstens hat mein Kopf im neuen Bowlingcenter einen Strike gebowlt und zweitens bin ich in... Ein Realmarkt. Der magische Leuchtpinsel erkennt die ausgewählte Farbe und leuchtet in dieser auf. Und wie durch Magie werden die Farben nur auf dem speziellen Color Wonder Papier sichtbar. Color Wonder, das macht... Ganz gut, dass du es dir mal geliehen hast, aber jetzt gib's wieder her. Gib mal hier, du weißt schon. Ich vermisse ein gewisses Magazin. Mein Penthouse. Du liest Penthouse? Was ist mit dir, bist du krank? Nein. Und wieso liegst du hier rum an einem Samstagnachmittag? Keine Ahnung. Na sag schon, wo drückt der Schuh? Ich habe keine Freunde. Das ist ja toll. Jetzt fühle ich mich wesentlich besser. Nein, das ist toll, weil ich dir endlich mal was helfen kann. Das ist der Grund, warum ich keine Ahnung in der Schule eigentlich alle für Schwules natürlich geoutet habe. Das wusste ich immer noch. Das war vor einer Woche. Larry, du bist in einem Musical aufgetreten als Stepptänzer in einer Paillettenweste. Das hätte jedem Vater passieren können. Jedenfalls eine Freundin zu bekommen, ist jetzt völlig unmöglich. Klar ist das unmöglich. Und weißt du wieso? Weil du dir auf der Couch liegst und sagst, es ist unmöglich. Jetzt verbannt. Ich verdiene meine Brötchen durch Versicherung. Wenn kein Krieg auf der Welt was kein Schwein drauf. Aber mit den richtigen Leuten und mit dieser Einschüchterungstaktik habe ich Erfolg. Über irgendeiner Tussi wirst du das auch nicht. Verstehe. Ich soll sie also einschüchtern, damit sie auf mich stehen. Nein. Du musst nur das Richtige zu dem Mädel sagen. Das ist der eigentliche Trick in der Sache selbst. Du musst dich selbst für den kurzen Hex packen, dann finden die Mädels sich eben zu schaffen. So lieb's auch bei deiner Mutter. Zwei Flaschen billigen Rotwein und ein schönes Aspirin. Ändere mal deine Meinung und sag mir, du schaffst es. Gut. Nein, nicht so. Steh auf. Sag mir, du schaffst es. Ich schaff das. Oh Mann, sag es mit Selbstvertrauen. Ich schaff das. Das war klasse. Wem mache ich was vor? Der Typ wird hier noch wohnen, wenn er 50 ist. Ja, klar. Muss ich nur noch mein Magazin wiederfinden. Was zur Hölle tust du da? Das ist ein Männermagazin für Männer. Ey, sag mir jetzt bloß nicht, du bist eine Lesbe geworden. Keine Angst, ich bin meine Schwester an. Das beruhigt mich kein bisschen. Ich überlege mir nur, wie meine Aufregung ist, wenn ich mir so ein Internat noch sage. Wow, die sind schön. Was ist denn das? Hast du sie nicht alle? Deine passen zu mir. Ja, doch nicht zu meinem Gesicht. Du bist von Natur aus. Quatsch, ich bin von Natur aus flach. Nein, und wenn, wie juckt? Mich juckt selbst. Das belastet mich schon ziemlich lange. Du hast doch da oben noch gar nicht lange was. Wie soll dich das belasten? Weißt du schon, das Neueste interessiert sich für Brustimplantate. Was? Soll das mit sein? Mom, du hast große Brüste, wie soll ich denn? Nein, du kommst wahrscheinlich eher an deinen Schwiegerfamilien, aber das schließlich weiß jetzt. Hey, schieb's nicht auf mich, okay? Sogar die Männer in meiner Familie haben dicke Maschen. Ihr versteht das nicht. Wenn ich einen super Busen hätte, würden mich die Jungs mehr mögen. Jo, gefällt den Jungs schon mit. Gott, mein Vater kann es nicht bezahlen, sonst werden sie es wegen meiner Inneren. Die Implantate werden ja innen getragen. Ich glaube, sie meint ein Charakter. Glaub mir, mein Schatz, große Brüste sind nicht so toll wie diese Engel. Du ahnst nicht, wie schwer es für mich ist, ein schönes Platz zu finden. Und lass mich nicht erst davon anfangen, wie ungefähr meine Form gut sind. Es hat auch viele Vorteile, wie du genau weißt. Oh, tut mir leid, Officer, ich wusste nicht, dass ich zu schnell war. Okay, dann reden wir mal von den furchtbaren Rückenschmerzen. Ja, darüber jammert sie fortwährend. Vergiss nicht, jetzt sehen sie noch gut aus, aber in einigen Jahren hinterlassen sie am Strand Schlammspuren. Ihr seid doch meine Eltern, ich könnte erwarten, dass ihr mir helft. Hey, du bist meine Hilfe, hier ist meine Hilfe. Du bist sehr hübsch, so wie du bist. 16-Jährige kriegen keine Brustimplantate. Ende der Konversation. Hey, komm zurück. Was noch? Das Magazin, bitte. Heute bei Ariel 2. Den Rest des Tages bin ich sehr beschäftigt. Verstehst du das? Beschäftigt, nicht ablehnend, nicht aggressiv. Beschäftigt! Heute um 8 Uhr bei RTL 2.
zur FPD-TV. Voll HD. Und 400 Minuten ist euer Haus. Mehr dazu auf EP.de. EP und läuft. Hi. Das hier ist der Funkschrank für Kinder. Ja, aber ich bin doch schon 18. Aber auf der Gästeliste bist du nicht. Oh, sorry, mein Fehler. Kinder Schokobons mit 18. Jetzt mit 18% gratis. Könnt ihr nicht einfach mal aufhören, mich zu verunsichern? Und anfangen, mich zu versichern? Versichern heißt verstehen. Ich hab ganz schön viel Macht. Manchmal vergisst man das. Und dann bekommt man auch sofort einen auf den Deckel, wenn man nichts Falsches gesagt hat. In der Bild nehmen die Helden auf und gehen auch ab und zu mal runter, ja. Wobei ich aber glaube, dass es auch ein Spiel ist. Das ist von manchen Leuten, glaube ich, zu ernst genommen. Ja, vielleicht ist das eine Rücksicht nehmen auf die, die man da so eintöpfert. Da muss man sich hinterher nicht nur voll wieder ausgraben. Bild dir deine Meinung. Ja, ich bin besonders sauber. Sonst tust du etwas für die Umwelt. Sondern kümmert sich auch darum, dass sich das jeder leisten kann. Fiat, die Automarke mit dem durchschnittlich niedrigsten CO2-Ausstoß in Europa. Jetzt mit 0% Zinsen, 0 Euro Anzahlung, einer Top-Gebrauchswagen-Prämie und beim Fiat.eu mit einem Kundenvorteil von 3.500 Euro. Mama! So viel Geschmack für so wenig Geld. Jetzt probieren. Der King des Monats. Crispy Chicken, große King Pommes und großer Softdrink. Nur 3,99 €. Burger King. Geschmack ist King. Ein Vampir und eine Sterbliche. Schnell lieb, weiß nicht. Du wirst wohl sterblich sein und niemals weiter. Hallo, wir haben eine Umfrage gemacht, was ESL-Kunden wichtig ist. Deine Vertragslaufzeit wollen 35%, große Tarifauswahl 56%, kostenlose Hotline 78%. Aber das Wichtigste, und das wollen 99%, ist schnelles Internet zum günstigen Preis. Deshalb senke ich den Preis für unseren beliebtesten DSL-Anschluss auf 19,99 €. Internet und Telefon für nur 19,99 € im Monat. 1&1.de. Was denn jetzt irgendwas umgefahren? Was hast du zu mir gesagt? Das war dein Tourette, du Idiot. Jetzt habe ich schon so gemeint. Lorian David Witz in Vincent will mehr. Jetzt auf die Boden und Blu-ray. Einfach immer 0C53 vorwählen und richtig Geld ja. 0C53, Call by Call, Festnetz, Mobil, als Land. Also ich muss sagen, ich gehe jetzt schon seit, bestimmt 10 Jahren zu Fehmarn und bin von einem anderen Optiker zu Fehmarn gewechselt aufgrund der günstigeren Preise. Sag ich ganz ehrlich. Und also die Beratung und die Bedienung sagt mir einfach mehr zu als bei einem anderen Optiker oder bei anderen Optikern. Und ich fühle mich da also wirklich in guten Händen. Brille, viel Mann. Das
Volkswagen. Das Auto. Fokustitel. Günther Jauch. Ist Intelligenz erlernbar? Der Moderator über Veranlagung, Bildung und Erziehung. Mit großem IQ-Test. Der neue Fokus. Jetzt am Kiosk. Ich würde vorschlagen, wir haben uns noch keine Gedanken gemacht. Mutti, du schlägst einfach mal was vor. Was meinst du? Wie sollen wir unser Haus nennen? Euer Haus? Unser Haus. Dann taufe ich das Haus jetzt auf den Namen Unser Haus. Jetzt mit Wüstenrotbausparen ins eigene Zuhause. Sichern Sie sich noch bis zum 31.12. alle staatlichen Vorteile für Ihre Vorsorge. Wüstenrot, Partner der Württembergischen. Heute bei extrem schön, wie ein eigens williger Birgit und Petra teilen nicht nur die Erwartungen, sondern auch die Problemzonen. Meine Hautprobleme sind hier im Gesicht die tiefen Furchen im Moment oder wie? Unsere Experten finden den Weg für eine bessere Zukunft. Für mich ist das ein schönerer Körper wie der von Heidi Klum. Ich bin einfach nur so gespannt, was da gleich durch die Tür kommt. Nun sollen wir extrem schön endlich ein neues Leben. Heute um 20:15 Uhr bei Ariel 2. Verbot Internet schützt endlich unsere Kinder. Kein anderes Fernsehformat hat dieses Jahr in Deutschland für mehr Aufsehen gesorgt. Täglich erreichen RTL 2 Zuschriften besorgter Eltern, Pädagogen und Betroffener, die fordern, zu diesem Thema darf man nicht länger schweigen. Sie werden 46 und treffen sich mit dem 13-Jährigen. Internet schützt endlich unsere Kinder. Die nächste Folge heute um 21:15 Uhr bei RTL 2. Der König ist zurück bei RTL 2. Wir streiten nicht andauernd. Wir sind ein sehr freundliches Ehepaar, das ich sehr lieb. Wir haben uns gerade Elefanten genannt und du wolltest das Haus wieder brennen. Gut geredet. Gleich bei RTL 2. Heute jemanden zum Essen getrickst? Ich bin's leid, Kenny durchzufüttern. Sag ihm, wenn er hier essen will, soll er im Garten sitzen. Das ist nicht Kenny. Es ist Maler. Wer ist Maler? Larrys neue Freundin. Du hast eine Freundin? Und wir legen wir uns zusammen auf? Abhängen. Nun nimm dir das wohl heute. Das heißt, so viel wie ich steht aufeinander. Ja, ich fass es nicht. Du hast also eine Freundin. Sozusagen. Oha, haka, du nein. Der Deutsche ist mein Sohn, ein Mann. Wie kam das? Wie habt ihr beide euch getroffen? Ja, ich war in der Schule, dann bin ich zu ihr gegangen, wir haben uns unterhalten und jetzt sind wir zwei. Du meinst, jetzt bist du deine Freundin. Und wenn ich dich richtig verstehe, willst du jetzt sagen, ich komme mit dir. Du weißt schon für mein Haar, hat doch funktioniert. Nein. Also, was haben Sie mit dem netten Date? Das wird sein, wenn du ein Mädchen mit dir herbringen willst, brauchst du dich zu fragen.